So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video zu Destiny 2 Jenseits des Lichts. An erster Stelle erstmal vielen Dank an Bungie für das Sponsoren dieses Videos. Ja, dies ist ein Werbevideo. Denn die neue Erweiterung Jenseits des Lichts oder auf Englisch Beyond Light ist seit dem 10. November auf PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X und Stadia verfügbar. Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung. Und das Ganze schauen wir uns heute natürlich an. Aber falls ihr selber einen Destiny 2 Hoodie oder eine Collectors Edition von Destiny 2 Jenseits des Lichts gewinnen wollt, könnt ihr auf dem Twitter und Instagram von Bungie vorbeischauen. Denn dort gibt es ein Gewinnspiel, wo es darum geht, einfach daheim zu sein, nicht rauszugehen und Destiny 2 zu spielen. Wegen der momentanen Weltsituation, ne? Genau. Da wir dies jetzt geklärt haben, können wir uns jetzt die neue Destiny 2 Erweiterung auch mal im Gameplay anschauen. So, da sind wir hier auf Europa mitten im Schneesturm. In Beyond Light geht es darum, beziehungsweise erstmal erkläre ich, worum es in Destiny geht. Destiny ist ein Looter-Shooter, in dem man halt eine Story spielen kann und dann im Endgame versucht, coole Waffen zu finden, besondere Waffen zu bekommen, die einen einfach stärker machen oder die sich halt spaßig spielen, weil das Gunplay in Destiny 2 ist halt immer noch mega cool. Und wir sind hier gerade auf Europa, einem der Monde von Jupiter. Ich glaube, den sieht man sogar auf der... Warte. Da ist er. Genau, da ist Jupiter. Genau, wir sind auf dem Mond Europa, so heißt der. Und dort muss sich unser Hüter, einer der letzten Verteidiger der Erde, der Frage entgegenstellen, ob es okay ist, die Dunkelheit für sich zu nutzen. Weil bisher haben wir halt immer nur Licht benutzt, um unsere Feinde zu bezwingen, um alle, die uns bedrohen, zu bekämpfen. Aber in dieser Erweiterung geht es halt um die Frage, ob es okay ist, Dunkelheit für den Kampf zu nutzen. Also gesehen, Dunkelheit mit Dunkelheit bekämpfen, Feuer mit Feuer. Und im Laufe der Kampagne bekommt man dann eben einen neuen Fokus, nämlich den Dunkelheitsfokus Stasis. Man hat im Grundspiel Solar, Leere und Arcus gehabt. Und man sieht auch hier, der Hintergrund leuchtet so schön und dann in der Erweiterung stellt man sich der Dunkelheit, um diese Macht zu nutzen. Und hier ändert sich auch schön der Hintergrund zum Dunklen und zum Beispiel als Warlock, eine der drei Klassen, Warlock, Jäger und Titan, bekommt man dann den Schattenbinder-Fokus. Und das ist so, Stasis ist so gesehen dunkles Eis einfach. Das kann Gegner halt einfrieren, sie verlangsamen und sowas. Und es ist halt dann eher so, um Gegner zu kontrolliert zu zerstören. Aber, was sich wahrscheinlich viele wieder fragen werden, was ich immer höre, wenn ich Destiny spiele: Kann ich jetzt noch in Destiny einsteigen? Lohnt es sich jetzt noch, in Destiny einzusteigen? Und da kann ich sagen, dass das Add-on eine komplett neue Einsteigererfahrung hinzugefügt hat. Und ich glaube, jetzt so der beste Einstiegspunkt ist. Letztes Jahr hat es ja schon den Anfang vom Spiel Free-to-Play gemacht. Aber da gab es keine so richtige Einsteigererfahrung und neue Spieler waren sehr verwirrt. Jetzt gibt es ein altes Gebiet aus Destiny 1 wieder im Spiel. Und dort kann man eine Questreihe machen, die einem so ins Spiel einführt und einem alles beibringt. Und es wurde sowieso sehr viel neu gemacht, weil Destiny 2 jetzt so gerade im Aufbau einer Trilogie ist. Also es gibt jetzt drei große Add-ons, die geplant sind, beziehungsweise das erste ist schon draußen mit Jenseits des Lichts. Die nächsten beiden sind The Witch Queen und Lightfall. Die kommen da nächstes und übernächstes Jahr. Aber wenn ihr in Destiny einsteigen wollt, ist jetzt die beste Gelegenheit dazu. So, meine Nahkampffähigkeit als Warlock ist, ich kann so einen Schuss schießen, der friert die Gegner ein. Und dann, wenn ich drauf schieße, explodieren die. Okay, hier waren irgendwie gerade nur zwei Gegner. Ein paar mehr wären ganz nett. Ah, perfekt. Genau, dann habe ich noch eine Granate, die zieht so eine Kettenlinie am Boden entlang. Und wenn die was berührt, friert es ein und es springt automatisch weiter und friert mehrere ein. Was besonders cool daran ist, ihr seht, immer wenn ich einen töte, kommt wieder so eine Kette raus und geht zum nächsten Gegner. Dann kann ich da drauf schießen und dann geht es wieder weiter zum nächsten. Und so kann ich halt so eine unendliche Kette aus Einfrieren machen. Kurz mal ein Heilfeld setzen. Genau, so funktioniert meine Stasis. Und es ist halt schon ganz cool, so diese Granate einfach zu werfen und dann zu sehen, wie alle einfrieren und dann explodieren die alle in so einem AOE-Feld. Was sehr gut Schaden macht. Ah, sogar den da habe ich eingefroren. Kriegt er meine Schrotflinte. Und dann kommt die Linie. Oh, hat es nicht geschafft. Dann geht es so kaputt. Ist mir auch recht. Genau. Ich habe noch eine besondere Waffe,
Hier, diese hier, den Griff der Erlösung. Den kann man über eine Questreihe freischalten. Das ist auch eine Stasis-Waffe. Das ist also so gesehen eine Eiskanone. Mit der kann man, so einen Schuss aufladen und dann an der Wand schießen. Was ganz cool an Stasis ist, wenn man diese Eiszapfen macht, man kann auf den stehen. Also kann man sich irgendwie Jump'n'Runs im Spiel auch einfacher machen. Was ich einfach ultra cool finde. Aber, nicht nur das, ich kann auch einfach den hier benutzen, halt, um Gegner einzufrieren und dann kommen genauso diese Linien raus, die zu Gegnern weitergehen. Ist halt super cool. Um einfach alles einzufrieren. Oh, Hilfe, mein Leben. Nutzen Heilfeld. Oh, hier spawnen viele Gegner. Das ist gut, weil es gibt ja immer noch die ultimative Fähigkeit. Zack. Das ist meine Ult. Dann beschwöre ich so einen Stab, kann rumfliegen, alle einfrieren und mit Rechtsklick kann ich alle, die eingefroren sind, explodieren lassen. Also kann ich hier super cool einfach alles kurz mal clearen um mich herum. Ja, wir sind schon alle tot. Da ist noch einer. Ja, alles tot. Genau. Und hier ist jetzt noch der Bossraum, um den müssen wir uns jetzt noch kurz kümmern. Aber das sollten wir hinbekommen. Dank unserer Eisfähigkeit denke ich nicht, dass wir hier groß Probleme haben werden. Zack, einfach den einfrieren. Und die ballern wir kaputt. Ihr werdet eingefroren. Tschüss. Ja, es ist so cool. Muss aber nur gucken, wo das Eis hingeht und dann auf den nächsten schießen. Also ich liebe solche Kettenreaktionen. Hallo Duga, was machst du denn hier? Weg. Und da haben wir ihn. Kaputt ist er. Dann kann ich da vorne meine Belohnung abholen. Oh, was machst du denn da noch? Ein kleiner Hobgoblin. Hallo. Ich möchte einen Finisher an dir machen. Tschüss. Genieß meine Eisaxt. Zack. Genau. Habe ich ein bisschen Material bekommen. Das brauche ich für Upgrades. Ja, das war ein kleiner Einblick in den Stasis-Fokus. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz die Map und was alles neu ist. So, das hier ist jetzt die Übersicht. Veteranen sollten sehen, dass 4 Planeten fehlen. Die Dunkelheit hat in der letzten Season angefangen, 4 Planeten zu verschlingen. Das waren Titan, Merkur, Mars und Io. Die sind jetzt alle weg. Aus technischen Gründen eigentlich, weil das Spiel zu groß wurde. Aber die Dunkelheit hat sie verschlungen. Und stattdessen haben wir jetzt mit dieser Erweiterung Europa, den Mond des Jupiters, und das Kosmodrom bekommen. Das Kosmodrom kennt man bereits aus Destiny 1. Dort war das bereits das erste Gebiet, wo man unterwegs war. Also sehr schön, dass es in Destiny 2 wieder zurückgekehrt ist. Und dort ist auch die neue Spielererfahrung mit Shawhan. Genau, also macht ihr im Kosmodrom einfach eine Einleitung. Und dann könnt ihr theoretisch direkt mit der Europa-Story anfangen, die so ungefähr 6 Stunden geht. Aber danach gibt es immer noch ganz, ganz viele Quests, wo man zum Beispiel seinen Schattenbinder-Fokus erweitern kann, weil ihr seht, hier gibt es verschiedene Heilungsfelder, verschiedene Sprünge. Ich habe ja auch hier 3 verschiedene Granaten. Ihr habt zum Beispiel die mit dieser Eislinie gesehen, aber es gibt zum Beispiel auch eine, die so eine kleine Schneekugel macht, die alle Gegner da drin verlangsamt und einfriert, wenn die zu lange drin stehen. Die Soundeffekte davon sind schon so cool. Da ist es weg. Ja, und als 3. Granate gibt es noch eine, die einfach eine Eiswand macht. Mit der fängt man auch an. Also zum Beispiel habe ich diese verschiedenen Granatenarten freigeschaltet. Es gibt dann auch noch Aspekte, die man freischalten kann. Da habe ich zum Beispiel das freigeschaltet, dass wenn ein Gegner, der eingefroren ist, stirbt, dass dann die Linie weitergeht und den nächsten Gegner einfriert. Also das, was mir so viel Spaß macht mit diesen Kettenreaktionen, habe ich erst freigespielt. Es gibt hier unten auch noch Fragmente, die ich freispielen muss. Ich habe ja also selber noch nicht alles von meinem Stasis-Fokus freigespielt. Genau, und da gibt es halt dann ganz viele Questreihen, die man machen kann, die auch noch ein bisschen Geschichte erzählen und so weiter, sobald die Story vorbei ist. Also ihr habt jetzt nicht nur 6 Stunden Content dadurch, sondern könnt eigentlich noch sehr viel auf Europa machen und natürlich auch einige exotische Quests und so weiter machen. Ansonsten habt ihr natürlich auch noch die Forsaken-Kampagne, die man sich kaufen kann. Das ist die Wirrbucht und die träumende Stadt. Oder die Shadowkeep-Kampagne, die auf dem Mond spielt. Also wenn ihr in chronologischer Reihenfolge spielen wollt, dann macht erst Forsaken, Shadowkeep und als letztes Jenseits des Lichts. Obwohl ihr, wenn ihr halt Stasis haben wollt, auch mit Jenseits des Lichts anfangen könnt. Aber baut schon so ein bisschen aufeinander auf. Bungie hat besonders in der jetzigen Erweiterung sehr viele Storys weitererzählt, die sie angefangen haben, was mich sehr freut, weil es halt sehr viele offene Geschichten gab. Und jetzt in der Erweiterung haben sie echt angefangen, die alle weiterzuerzählen, was mich sehr freut. Ja, ansonsten in der Wirrbucht gibt es auch jetzt noch die neue Saison der Jagd. Ja, dort arbeitet man mit einem alten Bekannten zusammen
um Zorngeborene zu jagen und zu eliminieren und kann sich dort noch ein paar neue Waffen freispielen, beziehungsweise einfach mächtige Ausrüstung bekommen. Genau, das ist so die jetzige Saison. Genau. Aber das soll's mit einem kleinen Einblick in Destiny 2 und seine neueste Erweiterung Jenseits des Lichts gewesen sein. Falls ihr selber spielen wollt, das Grundspiel ist Free-to-Play, könnt es euch erstmal anschauen, könnt erstmal die Starter-Erfahrung machen und euch dann Erweiterungen holen, wie ihr lustig seid. Das Spiel kann man eigentlich größtenteils alleine spielen. Es gibt höchstens Raids, wo man 6 Leute braucht. Alles andere im Spiel hat Matchmaking. Egal, ob ihr Strikes, PvP oder Gambit spielen wollt, hat alles Matchmaking. Nur für Raids braucht man ein 6-Mann-Feuerteam und Ende dieser Woche erscheint ein neuer Raid, auf den ich mich auch schon sehr freue. Dafür brauche ich allerdings erstmal 1230 Power, da fehlt mir noch ein bisschen was. Aber gut, das sollen meine Probleme sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns in Zukunft wieder. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal bei Twitch vorbeigucken. Da werde ich bestimmt ab und zu noch Destiny 2 streamen, besonders den Raid. Und vielen Dank nochmal an der Stelle an Bungie, die dieses Video gesponsert haben. Klickt doch gerne auf den Link in der Beschreibung oder schaut bei ihrem Instagram und Twitter für das Gewinnspiel vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimbelmann.